Genau, die Tochter hat uns das Drachenei gegeben, aber es hätte uns, also das Mädchen, das hätte uns das Drachenei aber nicht vorher gegeben. Nein, wir mussten natürlich es, die Brücke machen, damit der Vater auch wieder nach Hause marschiert. Ja. Deswegen habe ich auch zuerst die Brücke gemacht. Logisch, ne? Ja, tolle. Tolle Kampfhunde. Ja, ja. Ich bin ja richtig stolz auf euch. Und tot. Bam. So, und weiter. So. Ja, die Brücke ist ja jetzt hier repariert und jetzt können wir auch hier nach oben. Jetzt gibt's hier Fortschritt. So. Ah! Vor dem Königreich natürlich noch ein Zufallskampf. Ich liebe das Spiel. So, und... Bam. Jetzt passiert was. Wer bist du? Oh, 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 oh. Was passiert denn jetzt? Hallo? Oh Gott, schon wieder so viele Monster. Ihr fühlt euch wohl sehr stark, ihr Waschlappen. Wer bist du denn? Hey, was ist das? Was geht ab? Was? Wer seid ihr? Was bildet ihr euch ein? Alter Schwede, du stellst ganz schön viele Fragen hintereinander, weißt du das? Du bist also der stärkste Krieger des Schlosses, der Oberwaschlappen. Freundchen, ich bin der stärkste Krieger der ganzen großen Welt. Witzig, witzig. Mein Name ist Idura. So, den Namen, den werden wir auch noch sehr oft hören oder sehen. Ja, nur als kleiner harmloser Spoiler. Mein Name ist Idura. Ein gewisser jemand hat mich geschickt. Wer? Du akzeptierst Befehle von Leuten ohne Namen? Komm zur Sache. Unwissender. Ich ziehe es vor, seinen Namen nicht zu nennen. Hahaha. Genug gequatscht. Warum bist du aus deinem Loch gekrochen? Du hast eine recht lange Leitung. Okay, jetzt zum Mitschreiben. Ich bin hier, um zu zerstören. Und er denkt nur seinen Teil, der Kämpfer. Du hast wohl zu heiß gewartet, oder? Dieses Königreich willst du zerstören? Mit deinen Babymonstern? Du beliebst zu scherzen. Du spielst mit deinem Leben. Auf ihn mit Gebrüll, meine Freunde. Packt ihn. Wow. Du Unglückswurm. Du hast einen Fehler begangen. Ihr Monster, was ist mit euch los? Macht ihn fertig. Worte sind Schall und Rauch. Zeige deine wahre Stärke. Bam. Was zum... Huhu, hier bin ich. Das war ein cooler Trick von dir. Jetzt geht die Party richtig los. Bam. Das waren die Monster. Das war nur einer meiner 100 Spezialtricks. Dagegen sind deine Monster kleine Fische, Weicheier. Ha, so kommst du mir nicht davon. Du wirst mit deinem Leben bezahlen. Komm her. Was? Bezahlen? Bezahlen kann man nur, wenn man etwas kauft. Du hast nichts, was ich kaufen möchte. Oh, das war ironisch gemeint. Bist du doof oder was? Schuft. Du... nee, Moment. Schuft! Du hast mich lang genug beleidigt. Du wirst mir nicht entkommen. Und jetzt haut der mysteriöse Idura ab. Fantastisch. Was hat ihn denn so wild gemacht? Niemand auf der Welt kann mir das Wasser reichen. Bin ich nicht klasse. Boah, jetzt stinkt's ja auf einmal nach Eigenlob. Alter Schwede. Stark. Das ist mal sicher. Ja schon, aber das ist wahr. Ja schon, das ist wahr. Lol. Aber nicht so besonders clever. Stimmt. Ja, meine Meinung, Selan. Huch, da scheint noch eine kleine Monsterdame übrig zu sein. Und da freut sich jemand. Wo ist das Monster, das mein Königreich zerstören will? Ja, da, vor deiner Nase. Es ist ein Proto-Blob. Eure Hoheit, das ist... Da ist es. Oh, hallo. Wunderbar. Ja. Ich kann nicht mehr lesen, tut mir leid.
wunderbar, Persus. Trete zurück. Ich knöpfe ihn mir vor. Wow, er kämpft gegen einen Protoblob, ey. Wie gefährlich. Schau, Persus, ich habe das Monster besiegt. Meine Hochachtung. Eine wahrlich königliche Leistung. Ja, fantastisch. Hast du gut gemacht. Keine Schmeicheleien. Als Prinz ist es meine Pflicht, mein Land zu verteidigen. Oh, deine Worte rühren mich zu Tränen. Oh Gott, ey. Hey, Deka. Ah, Deka heißt er. Okay, gut zu wissen. Du bist es. Hast du das auch gesehen? Mein König, bringe dich nicht in Gefahr. Papalapap. Nur ich kann dieses Land beschützen. Deka, sei stark wie ich. Ja, eure Hoheit. Gut. Persus, ich gehe wieder hinein. Fantastisch. Das ist der Prinz, meine Lieben. Der gegen den Protoblob gerade gekämpft hat. Das war der Prinz, ja. Das war also Deka. Das ist ein aufregendes Land. In jeder Beziehung. Ja. Und was ist mit dir los? Hui, ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ja, da hast du nochmal Schwein gehabt. Du siehst wie ein echter Krieger aus. Bist du vielleicht Maxim? Genau, der bin ich. Nun, ich hörte bereits von dir. Dein Ruf eilt dir voraus. Naja, die Leute. Nicht so bescheiden. Ich wollte dich und deine Leute immer schon einmal kennenlernen. Warum das denn? Es gibt nur einen Grund, einen anderen Krieger zu treffen. Ein Duell. Ja, das war typisch. Nicht so schnell. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Kampf. Schade. Es wurde gerade interessant. Doch warum bist du denn hier? Kennst du einen Namen namens Gades? Nun, er soll ganz Gordovan in Schutt und Asche gelegt haben. Kaum zu glauben. Aber leider wahr. Wie kann bloß ein Mann allein eine ganze Stadt zerstören? Das ist eine gute Frage. Naja, er ist riesig. Er hat unglaublich große Kräfte am Werken. Und er ist auch ein Höllenfürst. Also, ist logisch, dass er alleine das schaffen kann, ne? Fast ein wenig furchterregend. Furcht? Quatsch. Ich brenne darauf, ihm Zunder zu geben. Ehrlich? Ach ja, Gades soll hier in der Gegend sein. Sicher? Ja, und Idura soll auch in der Nähe sein. Meinst du, Gades hat ihn entsandt? Idura beherrscht die Monster. Gades muss dahinter stecken. Okay. So ganz nebenbei, willst du mir nicht deine netten Begleiterinnen vorstellen? Oh, klar, das ist Tia. Ich kenne sie seit meiner Jugend. Hi, schön, dich kennenzulernen. Und das ist Selan. Sie ist eine tapfere Kriegerin und will uns im Kampf gegen Gades beistehen. Hi, Selan aus Pandoria. Du bist nicht nur eine tapfere Kriegerin, sondern auch besonders hübsch. Alter Schleimbeutel, Deka, ganz ehrlich. Du bist ein Süßholzraspler. Wie? Nun, ich kämpfe gewöhnlich mit dem Schwert, doch diese Dame ist besonders nette Worte wert. Alter Schleimer. Hoho, ehrlich? Fühlt euch im Schloss wie zu Hause. Lasst uns später die Klingen kreuzen. Ziemlich direkt, der Junge. Er scheint die Tricks zu kennen, auf die die Mädels immer wieder hereinfallen. Warum schauen wir uns das Schloss nicht von innen an? Ja, eine gute Idee. Würden wir mal sagen, ne? Aber erstmal heilen. Ja, 30 Goldmünzen, oh Gott, ey. Sag ja, hier sind die Inns so richtig schön billig. Nicht so wie bei Secret of Mana oder Mysticus Legend. Nein. Hallöchen, sagt mir Bescheid, wenn ihr etwas findet. Oh, neue Ausrüstung. Die allerdings nicht so gut ist. Toll. Okay. Das Kettenhemd ist gut. Rüstung aus Ketten stärkt den Kämpfer. Ja, die Abwehr steigt um 12 Punkte. Ist gut. Ja, und das war's. Toll. Aber ich weiß natürlich, dass jetzt die dritte Stufe von Fomi das Eisenschwert sehr mag. Ja, da werde ich mal ungefähr 35 holen. Und dann sehen wir auch endlich schon gleich die erste fünfte Stufe von einem Kapselmonster. Seid gespannt, meine Lieben. So, da ist Deka. Hey Maxim, bist du jetzt bereit für ein kleines Duell? Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Och nö, muss nicht unbedingt sein. Und hier kann man nützliche Sachen kaufen. Und ich werde jetzt mal, ja, eine Wumme und, ja,
10 Eisbälle kaufen, weil die später wichtig sind. Für einen gewissen Dungeon. So. Okay. Dann zeige ich euch das mal kurz. Ja, natürlich erstmal hier die anderen Sachen wegmachen. So, Kletterstein, Muskeln, Jetem, Narrenkappe. So, und da seht ihr, er mag das Eisenschwert. Also, wir sehen uns gleich, wenn der Balken auf der rechten Seite ist. Also, bis gleich. So, und da ist der Balken auf der rechten Seite. Und jetzt sehen wir die vorletzte Stufe von Fommy. Na, wie wird die jetzt aussehen? Natürlich noch größer, ne? Und so sieht Fommy aus. So, und jetzt sagt Fommy natürlich, dass er satt ist. Aber ich habe euch ja gesagt, die Früchte sind hier sehr wichtig bei den Capsule-Monstern. Das heißt mit anderen Worten, wir können jetzt endlich die Wunderfrucht benutzen. Und so sieht es aus. Ja, da kommt natürlich auch eine komplett neue Entwicklungsmusik. Und so sieht Fommy jetzt aus. Ja, richtig geil, finde ich. Und er ist jetzt ein Edelfuchs und ist natürlich jetzt Rang 5. Ja. Und er beherrscht auch ganz neue Attacken. Clownschlag ist eine ganz normale Attacke plus Blubber. Blubber muss ich euch jetzt ein bisschen erklären. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich das richtig erklären kann, weil über die Attacke bin ich auch nicht so richtig informiert. Ich glaube, wenn Fommy, also sprich Avor, die Attacke anwendet im Kampf gegen die Gegner, ich glaube, der kann das auch bei den Bossen aktivieren, dann senken die Zahlen bei den Statuswerten bei den Gegnern oder bei den Bossen ein bisschen. Ja, ich bin da aber nicht so richtig informiert, deswegen, also, naja, ist halt so, ne? So, und jetzt sprechen wir mal den König an. Und da passiert wieder was. Eure Hoheit, Idura ist in die Nordgrotte geflohen. Wunderbar. Persus, pack meine Sachen. Ich werde Idura das Fürchten lehren. Jawohl, mein König. Und da erscheint sofort Deka. Die Nordgrotte ist ein gefährlicher Ort. Es ist besser, wenn ich mich um Idura kümmere. Danke für das Angebot, doch ein Teufelskerl wie Idura kann nur ich besiegen. Aber eure Majestät, keine Angst. Gegen mich ist Idura nur ein kleiner Wurm. Bist du dir da sicher? Selbstverständlich. Ja, und der Prinz haut ab. Eure Hoheit, Deka, es tut mir leid, dich immer wieder um Hilfe zu bitten. Aber könntest du dem Prinzen folgen? Ja, keine Frage. Aber auf Dauer macht dieses Spiel keinen Spaß. Ich weiß, aber hab doch etwas Nachsicht mit Rocco. Sehr wohl, mein König. Ich mache mich sofort auf den Weg zur Nordgrotte. Ach ja, Deka, vielleicht könntest du Rocco helfen, ohne allzu viele, verstehst du? Ich habe verstanden. Oh. Ja, das war ein Seufzer, ne, König? Ja, du hast es aber auch nicht leicht, ne? So, meine Lieben, das war's aber erstmal. Und hier in der Nordgrotte, genau da, geht's beim nächsten Mal weiter. Also, ich bedanke mich erstmal und es tat auch wieder richtig gut aufnehmen zu können, ey. Wahnsinn, ey. Also, wie gesagt, jetzt habe ich erstmal wieder was zum Hochladen und ich hoffe, ihr freut euch auch wieder darauf. Ja, und habt noch einen schönen Tag. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.